Hallo, hier ist Ronja. Ihr seid nah an mein Gesicht gezoomt, wie ihr seht. Das liegt daran, dass wir uns heute angucken. Mein Freund hat mich nach 2 Jahren das erste Mal ohne Make-up gesehen. So sehe ich mit Make-up aus. Außerdem bin ich fasziniert davon, dass meine Kamera so guten Zoom hat, okay? Also können wir das einfach kurz mal acknowledgen. Jetzt zoome ich auch wieder raus. Wir schauen heute, wie gesagt, eine weitere animierte Geschichte. Ich liebe animierte Geschichten. Falls ihr die Geschichten auch mögt, ich habe hier oben eine ganze Playlist für euch mit, keine Ahnung, 40, 50 von diesen Geschichten. Also, wenn ihr die gerne hintereinander weggucken wollt, dann ist das vielleicht die Playlist für euch. Ansonsten, wir haben neuen Merch. Hier ist zum Beispiel eins der beiden Designs. Das andere ist dieses super süße Osterdesign. Das gibt es nur limitiert, also bis einschließlich Ostern könnt ihr das bestellen. Wenn ihr schnell seid, ergattert ihr noch eins, bevor es zu spät ist. Und ansonsten, das hier bleibt jetzt immer in der Kollektion drin. Ich habe einen neuen Merch-Anbieter. Ist ganz oben der erste Link in der Infobox und hier oben nochmal die URL eingeblendet. Also, wenn ihr Interesse habt, dann schaut da gerne vorbei. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert auch gerne diesen Kanal. Dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Und dann legen wir los mit dem Video. Hey, Sally hier. Ich bin 25 Jahre alt und ich liebe Make-up. Okay. Ich gehe immer ungeschminkt an die Tür, wenn der Postbote kommt. Warum? Meine Faszination für Make-up begann schon, als ich noch ein kleines Kind war. Meine Mutter war eine berühmte Beauty-Bloggerin und entwickelte sogar ihre eigene Kosmetikmarke. Nee. Damals war die Branche anders. Es ging nicht um YouTube und verschiedene Media-Channels. Nein. Leute wie meine Mutter mussten andere Wege gehen, um ihre Produkte zu promoten. Okay. Ich weiß noch, wie toll es sich anfühlte, in eine Drogerie zu gehen und das Make-up meiner Mutter in den Regalen zu sehen. Aber dann brach die Welt meiner Mutter zusammen und das alles dank eines blöden Models. Ich hasse Models. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Also ich kenne keine Models, es war mehr so ein Witz. Mein Vater mich von der Schule abholte. Er holte mich fast nie ab. Mama tat das immer. Und was noch seltsamer war, er sagte kein einziges Wort. Warte. Was ist mit den Augen von der Mutter? Ihre Augen sind gleichzeitig kleine Münder. Und was noch seltsamer war, er sagte kein einziges Wort zu mir. Okay. Dann ging ich ins Haus und fand Mama vor dem Spiegel stehend, wie sie sich das ganze Gesicht mit Make-up verschmierte. Meine Mutter war eine glamouröse, perfekt aussehende Frau. Ich hatte noch nie gesehen, dass sie so aussah oder sich so verhielt. Ich erinnere mich, dass ich sie nur anstarrte und nicht wusste, was ich tun oder sagen sollte. Das ist Mente. Sie fing an zu weinen, sodass die Schminke über ihr Gesicht lief. Was ist los? Dass ich dachte, dass sie wie ein gruseliger Clown aussah. Was ist passiert? Warum kommen die Tränen nicht aus ihren Augen? I hate this. Dass ich dachte, dass sie wie ein gruseliger Clown aussah. Sie schien so außer Kontrolle zu sein. Okay. In einem harschen Ton sagte mein Vater zu ihr, sieh dich doch mal an. Wie kannst du zulassen, dass Sally dich so sieht? Dann hielt er mir die Augen zu und zog mich da raus. Ich fragte ihn, was los sei und er seufzte. Und erzählte mir, wie ein Model während des Live-Webcasts meiner Mutter eine allergische Reaktion auf die Produkte hatte. Ah. Und nun in einer Hautklinik behandelt wurde. Ach, sie schob die Schuld auf die Kosmetikprodukte meiner Mutter. Was bedeutete, dass nun sowohl die Presse als auch die Polizei in das ist halt einfach auch ein mieser Move. Aber. Muss man nicht, bevor man irgendwelche Produkte, vor allem Beauty-Produkte, released, zuerst halt die dermatologisch testen lassen? Kann man da nicht einfach sagen, yo, wir haben die testen lassen? Das ist einfach, das gab's da nicht. Diesen Tag nach der Schule schien meine Mutter gut gelaunt zu sein. Sie ging mit mir einen Milkshake trinken und wir sangen im Auto zu Disney-Songs mit. Ich dachte, dass alles wieder normal wäre. Aber dann kamen wir zu Hause an und sie setzte sich zu mir und sagte, Sally, du wirst mein Model sein und diese Familie retten. Dann filmte sie sich dabei, wie sie mir ihre Make-up-Produkte auftrug. Sie drehte sich zur Kamera und sagte, sehen Sie, ich traue mich, meine Produkte auf der zarten Haut meiner Tochter zu verwenden. Und dann kriegte die Tochter einen allergischen Ausschlag. Deswegen schminkt sie sich jeden Tag, weil ihr Gesicht so verätzt ist von den Make-up-Produkten ihrer Mutter, dass sie nie wieder ihre bloße Haut zeigen kann. Weil ich weiß, dass absolut nichts falsch an ihnen ist. Das Problem ist, dass die Aufnahmen eines kleinen Mädchens, das sich schminken lässt, langweilig sind im Vergleich zu den schockierenden Bildern eines berühmten Models mit verbrannter Haut. Alle Marken kehrten ihr den Rücken zu und sie wurde über Nacht von einer super erfolgreichen Unternehmerin zu einer geächteten Person. Eine Ermittlung ergab später, dass der Hautschaden des Models auf gefährliche, unechte Botox-Injektionen und nicht auf die Produkte meiner Mutter zurückzuführen war. Aber das war zu spät, denn meine Mutter hatte bereits alle ihre Geschäfte und Partnerschaften verloren. Und das Geld, das sie für teure Gerichtsverfahren ausgab, führte zum Bankrott meiner Familie. Danach ließ meine Mutter die Schönheitsindustrie hinter sich. Aber dieser Nachmittag veränderte mein Leben. Ich hatte schon immer ein geringes Selbstwertgefühl, da ich in einer Welt voller berühmter Schönheiten aufwuchs. Aber an diesem Tag, nachdem ich von meiner Mutter geschminkt worden war,
fühlte ich mich so hübsch. Ich schaute in den Spiegel und sah aus wie all die Traumfrauen aus meiner Kindheit. Oh no. Mein neues, schönes Aussehen machte mich selbstbewusster. I mean, es ist wahrscheinlich einerseits gut, aber andererseits doch für ein Kind nicht. An mich zu schminken und diese Besessenheit hält an, bis ich erwachsen war. Im Alter von 14 Jahren verließ ich das Haus nicht mehr ohne vollständiges Make-up. Das kann ich voll verstehen, weil du siehst dann voll komisch aus ohne Make-up. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du dich gewöhnt bist, mit Make-up zu sehen und dann siehst du deine Augen ohne Make-up und du bist nur so, what? Es gab mir eine extra Schicht Selbstvertrauen und gab mir das Gefühl, bereit für den Tag zu sein. Wenn ich geschminkt war, spielte es keine so große Rolle, dass meine Eltern jetzt arm waren. Ich sah und fühlte mich schön und ich konnte mit der Welt umgehen. Jetzt mit 25 liebe ich Make-up immer noch. Ich bin ein echter Make-up-Fan. Selbst mein Freund Chris hatte mich noch nie ungeschminkt gesehen. Wenn ich bei ihm übernachtete, ging ich geschminkt ins Bett und wartete, bis er eingeschlafen war. Damit ich mich ins Badezimmer schleichen konnte, um mich abzuschminken und einzucremen. Aber dann wachte ich 2 Stunden vor ihm auf, nur damit ich mein Make-up auftragen konnte. Magst du keinen Schlaf? Um dann wieder ins Bett zu gehen und auszusehen, als wäre ich gerade so glamourös aufgewacht. Wie kannst du 2 Jahre lang mit jemandem zusammen sein und der ist immer geschminkt und du sagst nichts? Du sagst nicht, yo, ist das nicht übelst ungesund für deine Haut? Ach, es ist gar nicht so ungesund für meine Haut, denn ich schminke mich einfach ab, nachdem du eingeschlafen bist und schleiche mich 2 Stunden vorher, bevor du aufwachst, wieder ins Bad, um mich neu zu schminken. Scheint zu wahren, war harte Arbeit. Aber wenn er mich ansah, als wäre ich das schönste Mädchen der Welt, dann war es das so wert. Aber glaubt er dir, dass Nur du mit lila Augen aufwachst? Chris früh aufgewacht und hat mich beim Schminken erwischt. Ich bin total ausgeflippt und verdeckte sofort mein Gesicht mit meinen Händen und schrie auf. Nein, sieh mich nicht an, ich bin hässlich. Er lachte nur und sagte, sei nicht albern. Ein bisschen Make-up ändert nichts an der Tatsache, dass ich dich liebe und denke, dass du das schönste Mädchen bist, das es gibt. Das war süß und so, aber ich schrie ihn trotzdem an, bis er den Raum verließ, damit ich mich fertig schminken konnte. Seine Worte brachten mich aber zum Nachdenken. Liebt er mich wirklich aufrichtig? Wir waren seit 2 Jahren zusammen und er hatte mich noch nie so richtig gesehen. Wie konnte er also wissen, ob er mich liebte, wenn er es nicht sah? Ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken. Ich musste wissen, ob er mich wirklich meinetwegen liebte oder nicht. Also nahm ich mein ganzes Make-up ab. Ja, sogar meinen klaren Lipgloss. Dann band ich meine Haare zurück und zog mir legere Kleidung und ein paar Turnschuhe an. Ich stand direkt hinter ihm in seinem Lieblingscafé. Ich ging zögernd zu seinem Tisch und wusste nicht, was ich sagen sollte. Da sah er zu mir auf, während er immer noch durch sein Handy scrollte und sagte, ja, du kannst den Platz nehmen, ich gehe bald. Er kannte mich nicht. Interessant. What? Ich setzte mich vor ihn, tat so, als wäre ich ein schüchternes, süßes Mädchen und fing leise ein Gespräch an. Nein. Ich versuchte, den Ton meiner Stimme zu ändern, als ich fragte, was ich bestellen sollte. Und es funktionierte. Er dachte völlig, dass ich nur irgendein beliebiges Mädchen sei. Nachdem wir lange gequatscht hatten, sagte ich zu ihm, du musst also nicht wirklich bald gehen, hä? Huh? Er lächelte und machte mir ein Kompliment, dass ich süß sei. Dadurch fühlte ich mich gleich selbstbewusster. Wieso? Weil dein Freund dich quasi betrügen würde? Da würde ich mich auch direkt selbstbewusster fühlen. Dass ich inzwischen den Mut hatte, ihm zu sagen, dass ich seine Freundin bin. Aber... Plötzlich grinste er und sagte, wenn du keinen Freund hast, könnte ich dich vielleicht kennenlernen. Was? Er war immer noch in einer Beziehung mit mir? Aha. Unglaublich. Tja, mir fiel gerade ein neuer Plan ein. Also versuchte ich, ruhig zu bleiben. Was ist denn mit den Leuten? Also erstmal ist das übelst unrealistisch, ja? Ich weiß, dass diese Geschichten nicht echt sind. Kurzer Disclaimer, weil immer wieder Kommentare kommen rein. Aber es stimmt doch gar nicht. Ja, ich weiß. Aber es macht mich trotzdem so traurig, weil irgendjemand muss sich ja diesen Kram trotzdem ausgedacht haben. Und der denkt sich dann, ja, okay, dein Freund ist halt 2 Jahre mit dir zusammen, aber er würde dich nicht erkennen, wenn du kein Make-up drauf hast. Leute sehen anders aus ohne Make-up, ja, aber nicht so anders. Ihre Haare sind doch auch gleich. Antwortete schüchtern, das wird mir gefallen. Danach begann ich, 2 verschiedene Leben zu führen. Wenn ich mich schminkte und energisch und attraktiv wurde, machte mir Chris Komplimente, wie schön und charmant ich sei und stellte mich stolz seinen Freunden vor. Aber wenn ich ungeschminkt erschien und mich ganz schüchtern gab, sagte er, dass er es liebte, wie süß und natürlich ich war. Und dass er dachte, dass Mädchen, die den ganzen Tag Make-up trugen, tragisch seien. Tragisch? Wie konnte er es wagen? Er log darüber, mit seinen Freunden auszugehen. Du bist diejenige, die so tut, als wäre sie eine andere Person, ohne Make-up zu haben. Hör doch einfach auf mit dem Quatsch. Mehr Zeit mit mir ohne Make-up verbringen konnte. Dann küsste er das Make-up mich und erzählte mir, er liebe, wie glamourös ich war und wie ich das einzige Mädchen für ihn sei. Ja, genau. Ich konnte nicht glauben, wie falsch dieser Typ war. Technisch gesehen, dachte ich, ja schon. Aber jetzt betrog er mich. Mit mir.
Ein Playboy wie er hatte keine Version von mir verdient. Also, es war Zeit für Rache. Trendig! Als er mein Make-up-freies Ich auf eine Reise einlud, nahm ich schüchtern an. Ich wusste, dass er nur ein unschuldiges Mädchen mit ihm ins Bett locken wollte. Aber ich bin ja auch kein gewöhnliches Mädchen. Als er im Pool chillte, sagte ich schüchtern, ich würde duschen und drinnen auf ihn warten. Und ich schwöre, ich sah, wie seine Augen aufleuchteten. Ich rannte ins Bad, um die Dusche einzuschalten. Dann hinterließ ich eine Spur Kleidung vom Make-up-freien Ich. Und schlich mich dann in das nahegelegene Zimmer, das ich für die Nacht gebucht hatte. Okay. Dort verwandelte ich in mein Make-up-Ich und kam dann zurück, um an der Tür zu klopfen. Offensichtlich musste er vom Pool eilen, um die Tür zu öffnen, und als er mich sah, wurde er ganz blass. Ich trat ohne seine Begrüßung ein, ging ruhig durch das luxuriöse Zimmer und hob jede Spur des Betrugs auf, die ich vorher auf dem Boden verstreut hatte. Das Sonnenkleid, den Bikini und sogar die Unterwäsche. Wie kann man? Dann warf ich sie alle nach ihm. Er war nicht in der Lage, ein Wort zu sagen. Guck mal, das Ding ist, du musst halt einfach nichts beweisen. Du musst nicht irgendwelche Spuren hinterlassen, damit du die auflesen kannst, damit du sagen kannst, haha, geil. Du kannst einfach sagen, yo, das andere war ich. Ins Bad ging, wo das Wasser der Dusche zu hören war. Und sagte leise, die Person, die ich schlagen muss, ist drin, nicht wahr? Er geriet in Panik und rannte zwischen mich und die Tür. Das ist es nicht wert, Schatz. Sie ist nichts. Du weißt, dass du meine Einzige bist. Ich fragte ihn, ist sie schön? Nee, sie ist langweilig und altmodisch. Nicht so wie du. Ich schob ihn weg und öffnete die Tür, um einzutreten. Er sprang panisch hinter mir her und erstarrte, als seine Geliebte nirgends im heißen Duschdampf zu finden war. Er dachte wohl, sie sei irgendwie selbst entkommen und hätte zumindest sein Leben gerettet. Ich ging trotzdem rein, zog mich aus und zog mir direkt vor ihm einen Bademantel an. Ging dann zum Spiegel und begann, mich abzuschminken. Okay, dramatischer Effekt, I like it. Schamlos. Ich hab dich total reingelegt. Es gibt kein Mädchen. Das ist mein Plan, dich hierher zu bringen. Lass uns die Nacht genießen, Babe. Er hatte wirklich ein Talent fürs Leben. Ich hatte gerade schweigend das ganze Make-up in meinem Gesicht. Ich hasse ihn. Ich hab noch nie gesehen, wie du dich abschminkst. Heute Abend ich hab wird noch es nie richtig gesehen, toll, wie du dich sagt abschminkst. Er. Und er zu mir kam und mich von hinten umarmte. Ich band mir die Haare hoch und wischte mit der Hand den Dampf am Spiegel ab und sagte, also, mit wem willst du heute Nacht schlafen? Er schaute in den Spiegel, um ein anderes Ich zu sehen, schrie entsetzt auf und rannte davon, als hätte er einen Geist gesehen. Das Ding ist, sie ist ein Psychopath, aber er ist auch ein netter Mensch. Eigentlich haben wir keine Gewinner und keine Verlierer in dieser Danach Geschichte. Ich bin schadenfroh in diesem luxuriösen Hotelzimmer. Make-up ist meine Leidenschaft und mein Hobby. Und ich würde es für niemanden ändern. Vor allem nicht für diese Art von Typen. Aber ich erkenne jetzt, dass ich es verdiene, einen Mann zu finden, der mich bedingungslos liebt. Ich schätze mal, die Moral von der Geschichte ist gar nicht so schrecklich. Aber die Geschichte selber ist halt schrecklich. Ihr könnt gerne schreiben, was ihr über das Ganze dachtet. Ich freue mich immer über eure Kommentare. Wie gesagt, Top-Kommentar ist immer am Ende des Videos eingeblendet. Also, falls ihr was Lustiges schreibt oder so, dann habt ihr eine Chance, im nächsten Video eingeblendet zu werden. Ansonsten abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis morgen. Ciao!